paar Mal den Rennplatz von Bristol, Tennessee umrunden, wenn er die nötigen 120 Stundenkilometer Geschwindigkeit drauf haben will, die für den Sprung von Rampe zu Rampe über 20 Motorräder nötig sind. Der Bus wiegt 5,5 Tonnen. Jimmy hat ihm eine Spezialausrüstung nach Maß geschneidert, Führersitz in der Mitte, darum herum eine Art Rollkäfig zur Milderung des Aufpralls und einen gewaltigen Motor. Trotzdem, manch einer würde nicht vom elektrischen Stuhl aufstehen, um diesen Bus zu besteigen. Also, Sitzgurte schließen und Kleingeld zur Hand, Umsteiger gibt's nicht, der Bus hält nur einmal. Jimmy hat die zweite Runde vollendet. Er kommt mit über 100 Sachen auf dem Tachometer in die Zielgerade. 11.360 Pfund Omnibus. Achtung! Die Vorderachse hat sich selbstständig gemacht. Ob Jimmy Kufus noch beieinander ist, wissen wir nicht. Feuerwehrleute sind zur Hand und sehen nach, was von ihm noch übrig ist. Er hat es ja zum ersten Mal probiert. Es gab keinen auch nur halbwegs ähnlichen Versuch vorher. Hinter dem Rauchschleier kann man eine Figur sehen. Die richtige Gewichtverteilung war immer Jimmys Hauptsorge. Die hintere Hälfte des Busses wiegt 1000 Pfund mehr als die vordere. Er wollte nicht mit der Hinterachse zuerst runterkommen, wie ein Jumbo. Die Wiederholung zeigt, dass der Sprung um ein Haar geglückt wäre, aber offensichtlich fehlte es an einer Spur mehr Tempo vor der zweiten Rampe. Jimmy benutzt den hinteren Ausgang, Sanitäter helfen ihm, er scheint aber unverletzt zu sein. Die Rampe hat er ziemlich zugerichtet. Die Motorräder blieben heil und Glück hat er gehabt, dass der Bus nicht umgeschlagen ist. Das wäre fatal geworden. Gratuliere, alles in Ordnung. Ich hoffe, ich habe das Gefühl, als würde es mir gleich schwarz vor Augen. Sie haben aus dem Bus das Letzte rausgeholt. Dann kamen Sie aber doch ein wenig knapp auf. Ich weiß nicht. Ich habe das Pedal ganz durchgetreten und dann aufs Beste gehofft. Was dachten Sie, als Sie die Rampe trafen? Bleib senkrecht, Baby. Ich sah, wie wir auf die Umzäunung zuflogen und sagte, bitte anhalten, nicht töten, bitte. Nicht ein einziges Motorrad hat er kaputt gemacht. Darum ging es ja. Stimmt schon. Aber ins Guinness-Buch der Rekorde wird dieser große Sprung nicht eingehen. Und der Bus wird den TÜV wohl auch nicht mehr schaffen.